Herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Viola TV Replay, unserer Serie, bei der unsere Spieler von heute versuchen, legendäre Tore der Veilchen aus der Vergangenheit nachzumachen. Heute versuchen Dominik Prokop, David De Paula und Marco Quasiner das berühmte Tor von Thomas Flügel aus der Stadthalle aus dem Jahr 1992 nachzumachen. Viel Glück dazu von dieser Stelle. Sicher. Geht schon. So. Thomas Flügel. Im 92er Jahr. Ich meine. Wieder was für dich. Aber oder war er jünger, gell? Aber es ist nah, das ist eh machbar. Ja, das stimmt. Aber filigran. Wirklich, macht er gut. Einfach, ja, wir rechten. Okay. Puh. So ein bisschen seitlich, oder? Wir wollen im Tor. Wie machen wir das? So ein bisschen seitlich. Von der Ortlinie, oder? Rein. Von der Ecke. Oh. Ja, Zeit! Ich mach was das heißt. Ui! Das hat beim. Boah. Na, das war nichts. Gebrauchte Zeit, das war nichts. Alle bereit. Ja, das war gut. Na, das war schlecht geworden. Das war vom Baden nicht gut, ne? Oh, oh. Mach einen Handstand. Ich will nicht auf die Gosche fallen. Ich hab schon ähnlich ausgeschaut. Das können wir nicht nehmen, es war so sicher. Ich bin fertig. Habe ich mir am schwersten getan. Ja, das war echt am schwersten. So habe ich mir am leichtesten mit den Langbeinen. Ja, und jetzt wollen wir natürlich wieder wissen, ob ihr das besser könnt. Markiert eure Videos mit dem Hashtag FAK Replay auf Instagram, Facebook oder Twitter. Wir wünschen euch viel Glück und freuen uns wieder auf eure Versuche.